Hallo, das ist ein Video für Kinder ab ca. 10 Jahren mit Bewegungen, die hauptsächlich aus dem Aikido-Training kommen. Und Erwachsene dürfen natürlich auch mitmachen. Wenn ihr ganz neue Sachen dabei seht, die vielleicht nicht so klar sind, einfach nochmal in Ruhe angucken und dann ganz entspannt mitüben. Also ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wir fangen mit den Füßen an. Die Zehen mal richtig kräftig in beide Richtungen dehnen. Und dann den ganzen Fuß im Fußgelenk kreisen, klopfen und ausschütteln. Den Fuß entspannt lassen, die Hände machen die Bewegung. Und das gleiche machen wir mit der anderen Seite. Die Füße hier ranziehen, hinten abstützen, der Rücken soll gerade bleiben und Knie rechts links ablegen. Schon versuchen, auch immer bis zum Boden zu kommen. Füße so hüftbreit oder breiter. Ein bisschen auch schütteln, dass wir den Körper spüren. So ein leichtes Hüpfen kommen. Und dann auch mal ganz nach unten und ein bisschen vom Boden lösen, auch nach oben. Gut. Beine abklopfen. Und einatmen und aus. Und dann mit dem Gewicht mal auf ein Bein rübergehen, dass sicher stehen, sicher ankommen, sodass ihr auch den anderen Fuß vom Boden lösen könnt. Und wenn geht, dann auch mal das Bein so anheben, zu euch ranziehen. Und wenn ihr ein bisschen mehr probieren wollt, wenn ihr zum Fuß fassen könnt, dann das Bein auch mal so nach außen strecken. Wenn es nicht geht, ist nicht schlimm. Also ihr macht jetzt so, wie ihr könnt. Vielleicht auch mal hier in so eine Bewegung reinkommen. Aber also diese Übung einfach nur erstmal mit ranziehen, also ist genauso gut fürs Gleichgewicht auch. Also da jeder mit seinem Stand einfach arbeiten, wie der jetzt ist. So, dann den Fuß wieder setzen und Gewicht hier rüber gehen. Da auch einfach Zeit nehmen, spüren, dass es sicher ankommt. Und dann das Bein anheben. Mal so ranziehen. Und wenn geht, dann auch mal zum Fuß fassen, ein bisschen zur Seite strecken. Also ruhig ein bisschen in den Raum reinspüren, Gleichgewicht finden, ausbalancieren. So, dann Fuß wieder setzen. Und wir machen jetzt was für die Handgelenke, mal die Hände so verschränken vor euch. So hin und her gehen, dann in so Kreisen kommen.
So direkt aufeinander pressen die Hände und gut spüren und dann voneinander wieder lösen, sodass die Fingerspitzen und Daumenspitzen Kontakt halten. Ein paar Mal wieder zusammenkommen und auseinander. So, jetzt den Kontakt wieder lassen, mal die Finger zu einer Seite rüber drücken und dann wechseln und zur anderen. Schütteln, Schultern kreisen, andersrum und dann größere Bewegungen, gucken, dass er stabil steht vom Zentrum, nicht umschwanken und wechseln. Und jetzt mal beide Richtungen so oben zusammen anfangen, die Hände über dem Kopf. Und der eine Arm geht jetzt nach vorne und der andere geht nach hinten. Und oben treffen Sie sich wieder. Die Hüfte ein bisschen mitdrehen lassen. Muss nicht zu schnell gehen, die Bewegung. Also wenn ihr Probleme habt, euch da ein bisschen zu koordinieren, macht so, wie ihr könnt. Und dann mal die Richtung wechseln. Gut. Wenn wir den Kopf jetzt so auf eine Seite rüber neigen, nach vorne fallen lassen und zur anderen Seite wieder bis zur Schulter hochkommen. Das heißt, so einen Halbkreis beschreiben. Und dann die Bewegung langsam kleiner werden lassen. Dass man wieder oben in der Mitte ankommt. Wir machen jetzt eine Übung mit einem Ball. Also nehmt da einen Ball dazu, den ihr gut greifen könnt. Geht darum, dass man einfach ein bisschen den Kontakt zwischen den Händen spürt. Also ich kann einfach den Ball von einer Hand in die andere werfen, ohne dass ich jetzt gucken muss oder nachdenken muss oder so. Und wir machen das jetzt mal so, dass wir das so übereinander halten und drehen, indem man die obere Hand das in die untere fallen lässt. Und dann, wenn ihr das eine Weile macht, ruhig auch mal anfangen, dann den Moment entscheiden, wenn ihr die Augen schließen wollt, dann vielleicht den Abstand ruhig ein bisschen enger wählen erstmal und gucken, ob ihr das auch größer machen könnt. Also einfach nicht immer nur auf die Augen, den Augensinn vertrauen, sondern auch die Wahrnehmung von den anderen Sinnen auch spüren, dass sie auch da ist und auch funktioniert. Wenn es doch mal runterfällt, ist auch nicht schlimm und fängt mal wieder von vorne an. Manchmal merkt man auch, dass eine Hand vielleicht besser fängt und die andere nicht so gut. Also das dann auch versuchen zu spüren dabei, ne? Und einfach weitermachen. Gut, wie oft ist er euch runtergefallen? Also nur einmal. Okay, jetzt kommt noch was für die Beine, für die Hüften zu dehnen. Mal so in der Richtung nach unten gehen, hier Füße in einer Linie. Das Bein ist eingebeugt, das Knie ist erstmal am Boden und ein bisschen so in eine Dehnung gehen. Und wenn ihr wollt, auch mal den Fuß hier aufstellen und dann ein bisschen zum Boden drücken und damit das Knie vom Boden lösen. Dann wird das Bein auch noch ein bisschen gekräftigt und gedehnt auch gleichzeitig dabei. Aber nur, wenn es sich von den Gelenken okay anfühlt. Dann die Seite wechseln, erstmal liegen lassen am Boden und dann Zehen aufstellen. Und vom Boden wegdrücken. Und nochmal wechseln. Gut, die Beine kurz ein bisschen ausschütteln. Und dann mal zum Boden legen. Ich nehme jetzt da mal so ein Buch dazu. Ihr könntet auch den Ball nehmen oder irgendwas, was ein bisschen Gewicht hat. Das muss jetzt nicht zu schwer sein. Erstmal einfach nur liegen, das Gewicht an den Boden geben, den Kontakt spüren und den Atem spüren.
Auch spüren, wie beim Einatmen sich die Bauchdecke hebt, Brustkorb weiter wird und es auch sich weiter in die Schultern mit reinzieht. Den Raum auch geben, so viel Raum wie möglich für die Atmung. Beim Ausatmen sinkt das alles wieder bis nach unten und drückt die Luft raus. Nun, wenn ihr wollt, dann auch mal was so auf den Bauch drauflegen. Einfach die Wahrnehmung ein bisschen dazu verstärken. Gut. Wir machen jetzt noch ein paar halbe Rollen. Gibt es ein anderes Video, wo ich das schon ein bisschen mehr erkläre, aber so kurz jetzt trotzdem nochmal. Das eine Bein ist untergeschlagen, das andere aufgestellt. Wenn ich mich nach hinten fallen lasse, ziehe ich den Kopf so ein bisschen an, dass er nicht auf die Matte kommt und ausatmen dabei. Seite wechseln, jetzt ist das andere Bein aufgestellt und das vorherige, was oben war, ist jetzt untergeschlagen. Und beim nächsten Mal stehen wir dann ganz auf. Und normal setzen wir den Fuß so, dass wir in der Linie stehen, schlagen das hintere Bein wieder unter zum Abrollen. Und jetzt machen wir es aber so, dass wir das neben den anderen Fuß stellen oder auch ein bisschen weiter raus, ist auch möglich. Also einfach, dass wir zwischen beiden Seiten wechseln. Schlage ich das Bein unter und dann wieder das andere. Seite noch von der Seite auf. Kleinen Drehung, Gewicht verlagern, von einem Fuß in den anderen wieder reingehen. Und wir machen jetzt eine Bewegung, die man an sich hauptsächlich mit Schwert macht, aber es geht auch mit Stock oder mit was anderem genauso. Also ich benutze mein Schwert dazu. Wir können auch einfach so einen Holzstab nehmen oder auch was Weicheres, Kürzeres, wenn ihr wollt. Gerade wenn ihr mit der Bewegung nicht so sicher seid oder auch zu Hause einfach nicht so viel Platz habt, ne, dass da nicht irgendwas passiert, ihr irgendwo anstoßt oder was kaputt geht. Also wir stehen auch erstmal nebeneinander mit den Füßen. Die rechte Hand ist jetzt ein Stückchen weiter oben am Schwert, die linke schließt unten ab. Also so sieht es aus, dass wir mit dem Stock einfach mal genauso machen. Also diese Basis, die da dazugehört, das erkläre ich in einem anderen Video nochmal extra, wo es dann mehr am Schwert ging. Und das Ende ist ein bisschen höher als die Hände. So. Und die Hand ist hier drüber, hier liegt es in den Fingern drin. Und da, wo praktisch der Unterarm hier am Handteil herauskommt, das liegt auch hier drüber. Und wenn ich das Schwert jetzt hebe, die Hand drückt hier ein bisschen, die zieht. Also links drückt, rechts zieht, damit hebe ich das so über den Kopf. Die Seite ist ein bisschen weiter hinten, die ein bisschen weiter vorne, weil die Hand hier ist. Damit ist eine ganz kleine Drehung schon mal verbunden. Wenn ich jetzt hier drücke und hier ziehe, dann ist die Seite ein bisschen weiter hinten als die. Das heißt, es ist eine ausgeholte Position. Ich lasse wieder fallen. Das heißt, dabei ist auch eine ganz kleine Drehung in der Hüfte schon mit dabei. Und da einfach versuchen, das richtig gerade zu machen. Daheim ruhig vielleicht auch mal vor den Spiegel stellen und mal kontrollieren, wie das aussieht, dass man nicht irgendwie ganz aus der Linie rauskommt. In der Zeit sollte man einfach Gefühl dafür entwickeln. Und auch mit dem Ausatmen in die Bewegung gehen. Also wir machen das jetzt ein paar Mal so und dann gehen wir auch mal ein bisschen mehr in die Knie runter, wenn ich ansage.
und ein bisschen weiter runter gehen. Ich zeige nochmal von der Seite. Also wenn geht, dann die Fußsohlen am Boden lassen, wenn er runterkommt. Wenn es nicht geht, kann man auch auf die Zehenballen hochgehen. Dann müsst ihr einfach gucken, wie stabil ihr euch halt eben erhalten könnt. Und der Oberkörper sollte auch jetzt zu arg nach vorne abknicken. Schultern locker lassen, entspannt. Die Hände nur so fest, dass das Schwert nicht wegrutscht. Also nicht verkrampft greifen. So, diese Bewegung, das war jetzt einfach gerade schneiden vor mir nach unten. Das heißt auch Shomen Uchi. Und mit dieser Bewegung machen wir jetzt auch weiter. Das heißt, ich stelle mich jetzt mal so hin, dass ich mit den Füßen auf einer Linie stehe, rechtes Bein vorne, rechte Hand oben am Schwert und schneide jetzt einmal in die Richtung. Dabei komme ich ein bisschen auf das hintere Bein und gehe wieder mehr in den vorderen Fuß rein. Also, das ist die erste Bewegung. Jetzt drehe ich mich dahin. Die Hände bringe ich dabei über den Kopf, die Füße setze ich um und das Ende fällt in der Linie nach unten. Und dann schneide ich hier hin. Jetzt drehe ich wieder zurück und an. Und dabei wichtig versuchen, also das Ende wirklich in diesen schmalen Korridor, in dem ich stehe, auch fallen zu lassen. Also keine riesen Hubschrauberbewegung jetzt. Also einmal, weil das eine klare schneidende Bewegung ist und damit rechts und links nicht irgendwo, das Ende nicht irgendwo anhaut. Es gibt natürlich Bewegungen, die auch von der Seite kommen, aber jetzt also wirklich versuchen, einfach gerade zu schneiden. Und auch nach dem Drehen gerade schneiden. Und die Füße frei setzen, so dass ihr euer Gleichgewicht gut halten könnt. So, das war jetzt einfach hier auf dieser Linie in zwei Richtungen bewegt und wir machen das jetzt noch ein bisschen weiter. Und zwar, wir fangen mal genauso an. Also der erste Schnitt geht jetzt in die Richtung, dann drehe ich mich, schneide nach hinten. Jetzt ist das rechte Bein hinten und ich gehe mit dem jetzt in die Richtung. Und lasse dabei das Schwert wieder so fallen, dass es ausgeholt über mir ist. Jetzt schneide ich dahin. Jetzt einmal ganz drehen, schneiden. Schritt zur Seite mit rechts. Drehen. Schritt, drehen. Schritt, drehen. Schritt, drehen. Es geht jetzt immer in die gleiche Richtung. Immer das rechte Bein macht den Schritt 90 Grad zur Seite. Gut, das war jetzt also immer in die eine Richtung und wir machen das jetzt auch genau umgedreht. Das heißt, da ist dann das linke Bein am Anfang vorne und mache das auch nochmal langsam vor und dann machen wir das zusammen. Es gibt diese andere Bewegung auch noch mit Schritten dazwischen und mit mehr Richtungen, aber ich habe jetzt mal dieses ausgewählt, weil das könnt ihr dann daheim am besten mit möglichst wenig Platz auch machen. Also das heißt, jetzt fängt es so an, links vorne, schneiden, drehen, schneiden, jetzt ist links hinten, und jetzt macht das linke Bein den Schritt nach links und ich drehe mich ganz. Und wieder nach links gehen, drehen, nach links, Schritt, drehen, Schritt, drehen, Schritt, drehen.
So, das war jetzt genau andersrum. Also wie gesagt, wenn ihr das braucht, guckt euch das nochmal in Ruhe an, wie es ist mit den Füßen, mit dem Füßesetzen, mit dem Umdrehen. Das kann man alles lernen. Und wenn es am Anfang vielleicht ein bisschen durcheinander war, wenn ihr das erste Mal gemacht habt, es ist nicht schlimm. Da kann man sich einfach dran abarbeiten und kann das, wenn man es genug übt, kriegt man das hin. So, wir machen jetzt noch was mit ein bisschen Rollen. Ich lege da jetzt mal zwei so Gürtel hin. Und das könnt ihr dann auch machen, wenn ihr sowas habt. Oder ihr habt eine Yogamatte vielleicht, habt ihr auch bewegt. Da kann man sich auch dann gut orientieren. Also es geht jetzt darum, ich mache kleine Rollen vor. Und die sollen dann auch möglichst gut gerade ausgeübt werden. Ich mache erstmal die eine Seite hier mit rechts vorne. Gehe so zum Boden, die Knie sind am Boden, die Füße sind unter meinem Hintern, ich sitze im Dreieck, Zehen aufgestellt. Und ich gehe mit dem Arm nach unten, auch mit dem rechten. Schau so lange, wie es geht, dahin, wo ich mich hinbewege. Die Hand stützt, das hintere Bein schiebt ein bisschen. Dann hole ich so ab, dass ich möglichst mich innerhalb von diesem Gürtel noch befinde. Und dann ruhig die gleiche Seite ein paar Mal weitermachen. Das heißt, ist jetzt immer rechts vorne. Und wenn schwindelig wird, kurz Pause machen und schauen, wie sich das wieder beruhigt. So, jetzt mache ich mal die linke Seite vor. Linkes Bein vorne, linker Arm. Und ruhig bei der Seite auch dann noch mal ein paar Mal bleiben. Normalerweise beim Training können wir mehr Rollen hintereinander anschließen, aber weil ihr daheim wahrscheinlich so viel Platz habt, sortiert euch halt so, dass ihr Platz habt, da wo die Rolle hingeht. Also das auch dann sehen, dass wirklich genug Platz ist. Und es gibt auch eine Möglichkeit, wo man jedes Mal wechselt. Das habe ich auch in einem anderen Video schon mal gezeigt. Falls es zu kompliziert ist, deswegen habe ich es jetzt einfach mal so gemacht. Und es ist auch manchmal bei Kindern so, je nachdem wie alt ihr seid, da taucht manchmal auf, dass eine Seite eine Sache schon kann und die andere noch nicht. Einfach weil sich das neurologisch einfach noch ein bisschen entwickeln muss. Es ist manchmal so und es ist auch normal anscheinend, das wusste ich auch früher nicht. Aber es kann sein, dass einfach eine Seite jetzt gut können und die andere will immer nicht so. Dann muss man einfach ein bisschen Geduld haben, die immer wieder probieren und irgendwann werdet ihr merken, dass sie auch gut geht. Also da muss man einfach dann sich nicht von entmutigen lassen, wenn man einfach das Gefühl hat, das kriegt man jetzt nicht so gut hin. Das kann man alles lernen. Okay. Ja, ich hoffe, das hat euch jetzt gut getan. Ihr habt ein bisschen, hat euch ein bisschen interessiert auch, vielleicht Sachen zu machen, die ihr sonst noch nicht ausprobiert habt. Im Aikido kann man natürlich noch viel mehr machen, wenn die Partnerübungen dann auch kommen. Das ist dann auch erst richtig interessant eigentlich, aber das ist alles eine gute Vorbereitung schon. Und solange ihr noch nicht zum Training herkommen könnt, weil eben diese Corona-Ausgangsbeschränkung noch besteht, müsst ihr halt einfach schauen, dass ihr daheim was machen könnt. Gesund bleiben, auch zu Hause bleiben. Und niemand anderen anstecken. Alles Gute, bis bald.